ist kein schöner Tag, kein wirklich schöner Tag. Kann machen, was ich mag, kann machen. Verschlafen darf man nicht bestrafen, es gibt meistens Gründe für. Mir brach neulich erst der Schlüssel ab an meiner Wohnungstür. Dann sieht man ziemlich alt aus, das kann ich euch jetzt sagen. Denn wenn man dann die Rechnung sieht, kann man sie kaum bezahlen. Und dann schnell los zur Arbeit mit den Öffentlichen unterwegs. Denn mittlerweile weiß man nicht mehr, wo sein Auto steht. Endlich sitzt man in der Bahn Richtung Sonnenaufgang und wird vom Fahrscheinkontrolleur an ein Schwarzfahrer im Tag. Heute ist kein schöner Tag, kein wirklich schöner Tag. Kann machen, was ich mag, das wird ein schöner Tag. Man versucht es dann mit Reden, doch das alles hat keinen Zweck. Und jetzt stellt man dann fest, seine Brieftasche ist weg. Am Arbeitsplatz gelandet, kommt der Chef auch gleich zur Sache. Wo waren Sie, wo kommen Sie her und sagen Sie mir nicht der Verkehr. Okay, das hat man überstanden, ist ja nochmal gut gegangen. Und in der Mittagspause folgte dann die Fortsetzung vom Tagesanfang. In der Kabine bestellt man sich einen Quark und einen Salat. Doch alles, was noch da ist, kalter Kaffee und ein Maß. Anders sein, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Nun endlich war ja Abend, was war das nur für ein Tag? Denkt man sich dann nämlich auf dem Weg zum Fahrschein-Automat. Es klingelt an dein Telefon, du denkst, er ist falsch verbunden. Dann hörst du eine süße Stimme sagen, ich hab ihr Portemonnaie gefunden. Man versteht sich gleich auf Anhieb und trifft sich im Café. Das erste, was man denkt, ob ich sie jemals wiedersehe. Heute ist ein schöner Tag, ein wunderschöner Tag. Ich mach nur, was ich mag, was für ein schöner Tag. Klage doch dies und das, doch sag, wo bleibt der Spaß? Egal, was auch passiert, es wird Zeit, dass ihr dran geht. Heute ist ein schöner Tag, ein wunderschöner Tag. Ich mach nur, was ich mag, was für ein schöner Tag. Ja, ganz genau. Heute ist ein schöner Tag. Schönen Tag.